Die Luft an den Aktienmärkten, die wird dünner, aber noch ist kein Ende der Aufwärtsbewegung in Sicht. Und damit herzlich willkommen in der neuen Börsenwoche, liebe Zuschauer. Ja, wir haben den Start in die neue Handelswoche doch wieder recht freundlich gesehen. Der DAX hat ein neues Rekordhoch markiert. Wir stehen nach gut anderthalb Stunden Handel bei 11.429 Zähler. Also es geht weiter nach oben, aber das in kleinen Schritten. Positive Nachrichten gab es aus China. Zum einen wurde der sogenannte Einkaufsmanager-Index der Großbank HSBC veröffentlicht, der über der Marke von 50 Punkten liegt, also damit auf Wachstum hindeutet. Und zum anderen hilft die Notenbank mit, denn sie hat am Wochenende überraschend die Leitzinsen gesenkt, das zweite Mal innerhalb von 4 Monaten. Ja, die Stimmung am Gesamtmarkt relativ freundlich, die Bewegungen noch nicht allzu deutlich, also leichtes Plus zum Beispiel beim DAX. Und wenn wir uns die Einzelwerte anschauen, dann sind es die Automobilhersteller, die wieder im Fokus stehen. VW und BMW führen aktuell die Gewinnerliste in der ersten Börsenliga an und auch Daimler mit einem Plus von 0,4% noch im positiven Bereich. Denn es gab gute Nachrichten bei BMW, gute Nachrichten aus der Automobilbranche quasi, wie so oft in den letzten Wochen. Und BMW hat bekannt gegeben, dass sie rund 8.000 neue Jobs schaffen möchten, unbefristet 5.000 davon in Deutschland. Also hier läuft es rund und das wird dementsprechend auch honoriert. Die Aktie von VW, wie gesagt, ein gutes Prozent im Plus, BMW und Daimler ja ebenfalls freundlich und sie gehören auch zu den großen Gewinnern bislang im noch jungen Börsenjahr 2015. Das heißt, der Zuwachs seit Jahresanfang zwischen 25% und 28%. Der DAX beispielsweise konnte seit Jahresanfang immerhin aber auch schon 17% zulegen und markiert jetzt ja ein Rekordhoch nach dem anderen. Was die Automobilhersteller betrifft, werden hier in Stuttgart auch immer wieder Calls gekauft. Die Anleger setzen also darauf, dass diese Aufwärtsbewegung noch ein bisschen anhält. Größter Verlierer ohne große Nachrichten heute die Aktie der Lufthansa mit knapp einem Prozent im Minus. Ansonsten der Euro weiter unter der Marke von $1.12. Das Aufkaufprogramm, das große Aufkaufprogramm der EZB startet nun in diesem Monat. Das drückt natürlich dementsprechend die Gemeinschaftswährung. Relativ wenig Bewegung beim Gold und was den EUVAX Sentiment Index betrifft, der ist mittlerweile wieder ins Minus gerutscht. Also die Anleger setzen offensichtlich nicht darauf, dass wir jetzt schon in den nächsten Minuten neue Rekordmarken sehen, sondern setzen vielmehr darauf, dass es irgendwann auch mal zu Gewinnmitnahmen am Gesamtmarkt kommt, wenn auch nur kurzfristig.